Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skyworld. Folge 5. Wieder mit Melon Yoshi, der auch dabei ist. Hallo. Und ja, in der letzten Folge haben wir ein paar nice Sachen gemacht. Warum auch immer das, der Spawn und was auch immer das ist. Wollte gerade sagen, warum auch immer der. Wie kann man das nennen? Der kleine 2x2 Pool ausgeleuchtet ist und was zur Hölle ist das? Also anscheinend fallen hier nicht nur wir vom Himmel. Okay. Ein Buch. Die Wahrheit. Melonioshi, komm mal her. Ich glaube, wir haben wieder ein bisschen was zu lesen. Komm. Wo bist du? Hier, hinter dir. Moin. Ja, gut. Ein Buch. Die Wahrheit. Was glaubst du, von wem das kommt? Genau, Professor Weiß Timo. Würde ich jedenfalls sagen. Weil er schreibt ja uns oftmals ein paar schöne Geschichten aus seiner Jugend. Okay, lass mal reinsehen. Ach du Scheiße, 26 Seiten. Alter, 26 Seiten. Boah, Alter. Also diesmal hat er sich wieder selbst übertroffen, muss ich ganz ehrlich sagen, sonst hält er sich ja immer kurz. Diesmal hatte der wahrscheinlich richtig viel Langeweile. Okay, dann lass mal beginnen zu lesen. Hey Jungs, ich sollte euch die ganze Situation vielleicht mal erklären. Stimmt, in den letzten zwei Folgen hatten wir ja, also in der vorletzten Folge war ja dieser eine anonyme, mysteriöse Typ da. Dessen Namen wir immer noch nicht wissen. Und ja, das war schon sehr sass. Und wahrscheinlich werden wir uns das damit auch erklären. Naja, mal ganz von vorne. Mein vollständiger Name ist Professor Will Timo. Warte mal. Will? Hat nicht dieser Unbekannte irgendwas von Will gelabert? Also ich meine, Ja. gefühlt, dass ich die Hälfte vergessen habe, was er überhaupt gelabert hat, aber irgendwas mit dem Wirbel kommt mir doch bekannt vor. Okay, Professor Will Timo. Okay, ich wusste gar nicht, dass der zwei Namen hat. Ich habe vor sehr vielen Jahren mit Teleportation und Zeitreisen experimentiert. Okay, Zeitreisen ist nichts Neues. Teleportation wissen wir. Andersrum, Teleportation ist was Neues und Zeitreisen wissen wir. Okay. Hat er anscheinend schon vor sehr vielen Jahren gemacht. Mein alter Freund Edison war mir bei meinen Experimenten immer eine sehr große Hilfe. Warte mal. Edison? Edison? Okay. Und als es mir eines Tages gelungen war, einen funktionsfähigen Teleporter fertigzustellen, hatte Edison sich sofort als Freiwillige gemeldet. Also kennen sich ja Professor Timo und Edison schon. Also war der ja Wusste auch auch schon mal ich. hier. Okay. Und nun ja, der erste Teleport verlief ausgezeichnet. Edison wurde erfolgreich durchs Labor teleportiert. Der hat Teleportation gemacht? Okay. Allerdings benötigt man für den Teleporter für den Teleport eines lebendigen Wesens Unmengen von Energie. Scheint mir logisch. Glücklicherweise gibt es sogenannte Energiesteine. Okay. Welche solche Mengen an Energie aufbringen können. Diese Steine sind aber verdammt selten und können auch nur einmal benutzt werden. Chillig. Aber was für Energiesteine? Also wir kennen ja bloß die Zeitsteine. Irgendwann vor sehr langer Zeit fand eine Gruppe Archäologen in einem alten Tempel ein paar dieser Energiesteine. Ich habe ihnen alle abgekauft und sofort weiter experimentiert. Okay. Als nächstes wollte ich mich zusammen mit Edison über eine größere Distanz teleportieren. Ich habe den Kopf
den Knopf gedrückt und zack! Groß geschrieben, okay. Zack, plötzlich fielen wir vom Himmel. Hä? Vom Himmel? Das ist genau dasselbe, was bei uns immer passiert. Wir fielen doch auch immer vom Himmel. So wie ich mich jedenfalls dann sehen kann. Ja, wie durch ein Wunder haben wir beide den Sturz überlebt. Edison landete allerdings etwas ungünstig und konnte nicht mehr richtig laufen. Lol. Okay. Deswegen kann Edison nicht mehr weg vom Fleck. Da waren wir also in einer fremden Welt ohne Plan, wie wir wieder zurückkommen. Und einer von uns war verletzt. Ach so, also die kannten sich schon vor der Dimension hier. Okay. Interessant. Wenn ich das mal so sagen darf, wir haben uns gut durchgeschlagen. Diese ganzen Hütten, die ihr vielleicht schon gesehen habt, kaum zu übersehen, waren schon da. Wir haben sie einfach nur ein bisschen verbessert und eingerichtet. Ja, das stimmt. Zudem war es mir gelungen, ein vernünftiges Labor zu bauen. Lol. In welchen ich die Tiere und Pflanzen des Äthers, okay, so heißt es, Äthers erforschen konnte. Zudem konnte ich alle möglichen Gesteinsarten studieren und genauestens untersuchen. Okay, der hat viel gemacht, wo er hier war. Ich versuchte natürlich einen Teleporter zu bauen, aber durch diesen Materialmangel hier oben, das stimmt, war dies erstmal nicht möglich. Also stellten wir uns darauf ein, erstmal im Äther zu leben. Ist halt auch interessant, ne? Dann ein paar Jahre später fiel noch jemand vom Himmel. Ein junger Mann namens James. Okay, James? Hab ich noch nie gehört. Er meinte, er war in einem alten Labor gewesen und hatte dort einen der Knöpfe versehentlich gedrückt. Lol. Okay. Ich weiß gar nicht, was... Okay. Und im nächsten Moment fiel er vom Himmel. Könnte das vielleicht unser anonymer Kollege Schnürschuhe sein? Wir haben uns in diesen Jahren etwas kennengelernt. Allerdings haben wir ihm verschwiegen, dass ich ein genialer Wissenschaftler bin. Okay. Aber das war auch gut so. Er wirkte manchmal etwas merkwürdig. Ich glaube, der redet von unserem Kollegen Schnürschuh. Was das mit eurer aktuellen Situation zu tun hat? Nun, vor ungefähr 15 Jahren gelang es mir, einen Teleporter fertigzustellen. Oder mehr einem Teleporter-Prototyp. Da hat er hier einen Teleporter oder einen Prototypen eines Teleporters hier gebaut. Toll. Okay. Allerdings wollte ich die anderen nicht in Gefahr bringen und habe deshalb den beiden gesagt, ich würde mir mit den Federn dieser merkwürdigen Vögel, die jetzt komischerweise nicht mehr großartig zu sehen sind, Flüge bauen und runter zur normalen Welt fliegen. Eines denkwürdigen Tages dann wollte ich es versuchen. Ich wollte mich in meinem alten Labor teleportieren und die anderen später holen. Aber es kam alles ganz anders. Ich hatte schon wieder an der gezielten Teleportation versagt. Ja gut, das kennt man. Wir sind ja auch auf dahin gewandert, wo wir ja eigentlich hätte nicht wandern sollen. Also, so wie wir das denken. Kann auch sein, dass es von dem vielleicht bewusst so ausgewählt war. Weil wenn er jetzt schon sagt, die Teleportation und so. Ich würde in irgendeine kleine Stadt irgendwo im Nirgendwo teleportiert. Ich konnte mein Labor zwar
erreichen, musste aber erstmal den Teleporter optimieren. Und neue Energiesteine besorgen. Jetzt ist die Frage, wo sind diese Energiesteine? Weil wenn er sagt, die sind extrem selten und der hat die damals irgendwie abgekauft von irgendwelchen Leuten, die das gefunden haben, dann hä? Okay. Das hatte alles etwas länger gedauert als gedacht. Und schlussendlich musste ich damit beginnen, eine Zeitmaschine fertigzustellen. Ach so, jetzt hat er seine Zeitmaschine. Der hat zuerst Teleporter gebaut und dann Zeitmaschine. Okay. In der Zeit, in der ich den Teleporter optimiert hatte, war Addison bestimmt verstorben und James wäre komplett allein dort oben. Deshalb wollte ich mit der Zeitmaschine in der Zeit zurückreisen, um die beiden rechtzeitig zu retten. Ich bin in dieser sehr langen Zeit allerdings verdammt alt geworden und war körperlich nicht mehr so in der Lage für solche Abenteuer. Aber dann habe ich euch gefunden. Ah, moin. Ihr beide wart perfekt für so eine Rettungsmission. Ah, danke. So schnell wie möglich Energiesteine gekauft und habe uns in die Vergangenheit geschickt. Okay, ja, das war, wo wir Professor Timo. Ah, danke, danke, dass wir Versuchskaninchen waren. Ja, das ist sehr beruhigend. Wie ihr vielleicht noch wisst, habe ich euch auf die Suche nach Zeitsharps geschickt. Ja, das wissen wir noch. Das ist noch nicht so lange her. Ich bin mal ganz ehrlich mit euch. Okay, jetzt kommt der Plot-Twist. Ich bin mal ganz ehrlich mit euch. Das waren keine Zeitsharps, sondern Energiesteine für den Teleporter. Der hat uns verarscht. Wir haben nie Zeitsharps gesucht. Wir haben immer Energiesteine gesucht. Während ihr nämlich die Steine gesucht habt, habe ich einen perfekten Teleporter fertiggestellt. Und in diesem Teleporter seid ihr zuletzt eingestiegen. Ach, das war ein Teleporter. Also das war jetzt gar keine Zeitmaschine, das war bloß ein Teleporter. Lol. Heißt, das ist jetzt die alte Zeit? Also das ist jetzt die Zeit aus Minecraft Underwater? Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, bloß halt, dass wir im Himmel sind und nicht dort, wo wir eigentlich sein sollten, wo wir eigentlich waren. Ihr müsst jetzt Folgendes tun. Erstens mein altes Labor finden, zweitens den Teleporter optimieren und drittens zwei Energiesteine finden. In meinem alten Labor sollte noch ein Energiestein sein. Einen weiteren werde ich bald noch hochschicken. Sobald ihr den Teleporter optimiert habt und die Energiesteine eingesetzt habt, müsst ihr die Koordinaten meines Labors eingeben. Sobald ihr wieder hier seid, werde ich euch alles, was ihr noch wissen müsst, wollt, erklären. Übrigens, mein altes Labor ist unter dem Haupthaus. Wegen der Energiesteine müsst ihr James fragt. Also, Professor Timo hat manchmal sehr komische Grammatik. Aber bei so viel, wie er schreibt, okay. Wegen der Energiesteine müsst ihr James fragen. Er hat ein Luftschiff und könnte wissen, wo man solche Steine finden kann. Letzte Seite. Ich bitte euch, rettet meine alten Freunde und bringt sie sicher wieder nach Hause. Professor Will Timo. Lol. Alles klar. Also, okay. Warte mal. Jetzt muss ich mal kurz mein Gehirn anstrengen. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Also, wir sind nicht mit einer Zeitmaschine hierher gereist, sondern mit einem Teleporter und wir haben die ganze Zeit Energiesteine gesucht und keine Zeitjobs. Also hat uns im Grunde genommen Professor Timo die ganze Zeit verarscht. Und James ist der komische Typ, den wir letztens entdeckt haben. Und Edison ist ein alter Kumpel von dem. Der, den, also, der. Sie kannten sich schon, bevor sie hergekommen sind, und haben Experimente mit Teleportation gemacht und sind dann hier hochgekommen. Und dann ist er runtergefallen und jetzt kann er nicht mehr laufen.
Und warte mal. Und das war in der Zukunft und jetzt ist, und in der Zukunft ist dann Professor Timo in die Vergangenheit gereist, um dort quasi das rückgängig zu machen. Also, hä? Also Professor Timo, okay, fassen wir nochmal zusammen. Professor Timo ist in die Vergangenheit gereist, um James und Edison zu retten und hat dafür uns gefunden, was die damalige Zukunft war, also die damalige Gegenwart war, hat uns gefunden oder wir haben ihn gefunden und dann waren wir quasi wie Versuchskaninchen, dass wir, oder besser gesagt, wir waren auf einer Rettungsmission, um die zu retten. Und da ist er in die Vergangenheit gereist, um eine Zeitmaschine zu bauen, damit wir in die jetzige, in der jetzigen Zeit wieder hochteleportiert werden. Alles klar. Um zu verhindern, dass in der Zukunft Edison stirbt und James alleine ist. Was zur Hölle? Okay. Jetzt macht das alles viel mehr Sinn. Jetzt macht das alles viel mehr. Hast du das verstanden? Bist du überhaupt? Ah, du hast ja ganz. Du züchtest Vögel. Ja, wenn die ausgerottet sind. Ja, hab ich gemerkt. Okay. Hast du das verstanden? Ich hab das. Also. Bist schon. Ja, ich hab das schon verstanden, aber. Das ist ja übelst krass. Das heißt. Boah. Oh, Junge. Das heißt, das ist ja alles geplant gewesen. Der wollte das alles so, dass das alles so passiert ist. Der hat gar keine kaputten Zeitmaschinen gehabt. Das war alles geplant. Das war alles von vorne bis hinten geplant. Seitdem wir den kannten. Alter, Verwalter. Okay. Und jetzt müssen wir. Was hat er geschrieben? Jetzt müssen wir. Jetzt mal hier durchklicken, das Buch. Jetzt müssen wir sein altes Labor finden, den Teleporter optimieren und zwei Energiesteine finden. Wahrscheinlich zwei Energiesteine für uns beide. Oder. Ah, nee. Ja, doch. Doch. Ja, zwei Energiesteine finden für uns beide. Einen hat er noch im Labor für. Ja, und dann tut er noch einen hochsenden. Das wäre dann für Edison und James. Okay. Wollen wir mal darüber reden, dass so gut wie alle Tiere ausgerottet sind? Ja. Also entweder Edison hatte sehr viel Hunger oder Edison hatte sehr viel Hunger. Aber so wenig wie der labert und so wenig wie der sich bewegt, kann ich mir schlecht vorstellen. Oder auch gut vorstellen irgendwie. Hey! Okay. Das ist sehr interessant. Okay. Aber wir, also. Okay. Also James. James hat. Ah, Spiegelei. Danke. Das füllt gut Hungerkorn. Danke. Also James ist der komische Typ. So, da können wir dem schon mal sagen, was sein eigentlicher Name ist. Der hat ein Luftschiff, womit er uns zu den Energiesteinen bringen kann. Und Edison ist traumatisiert und kann jetzt nicht mehr reden. Okay. Ja, also das Einzige, was er redet, ist, ja, wie es uns geht und was wir wollen. Ich kann diese Schafe und diese Schweine nicht auseinanderhalten oder diese Kühe oder was auch immer das ist. Diese Stier, weil ich sehe aber ab und zu mal solche Schafe, kann ich reden, solche Schafe hochfliegen. Weiß ich nicht, das könnt ihr. Mögen die anscheinend. Okay. Ich würde sagen, dieser Weisheit des Tages und dieser langen Geschichte und langen Erklärung von Professor Will Timo, ja, beenden wir heute die Folge. Es war eine sehr gut, nicht gerade produktive Folge, außer dass wir einen Brief gelesen haben von Professor Timo. Aber es war eine sehr interessante Folge, fand ich.
Und ja, das war's für die Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge. Und ciao. Ciao. Also habe ich so schnell wie möglich Energiesteine gekauft. Bei eBay. Übrigens, mein altes Labor ist unter dem.